Ja, heute haben wir hier die Abnahme gemacht für den ersten Bauabschnitt im Wohngebiet Südwest. Und alle waren sehr zufrieden und in kürzester Bauzeit, in 2,5 Jahren, haben wir 26 Grundstücke vermarktet. Davon sind 24 schon bebaut. Ist ein Top-Ergebnis und heute sind wir ja alle durchgegangen und haben gestaunt, wie auch die Bauwilligen schon nachgezogen haben. Den nächsten Bauabschnitt haben wir bereits im Visier, haben ihn so weit vorbereitet, dass jetzt gebaut werden kann. Das ist der zweite Bauabschnitt. Dort wird es dann 12 Standorte geben und auch da sind schon die ersten zwei, die jetzt schon den ersten Spatenstich gemacht haben und 5 Grundstücke sind verkauft. Wir sind jetzt aktiv dabei, auch weitere Grundstücke, sagen wir mal, anzuwerben und ich bin der festen Überzeugung, dass das sehr gut wird und ich denke mal, wir haben hier sehr gelungen und schnell mit allen Versorgungsträgern gebaut. Es waren die Stadtwerke, Wasserverband, die Telekom. Wir haben hier neueste Medien mit eingebaut, sowohl von den Stadtwerken als auch von der Telekom. Telekom hat alles in Glasfaserkabel verlegt und das ist natürlich auch eine Innovation in die Zukunft. Und wenn man jetzt das Umfeld noch sieht, wir sind jetzt beim Bauen des Umfeldes. Das bedeutet, dass wir jetzt auch noch nächstes Jahr einen Spielplatz bauen wollen. Wir wollen die Semmelweisstraße als angrenzende Straße fußwegtechnisch und beleuchtungstechnisch jetzt fertigstellen bis zur Palamusstraße. Das soll jetzt noch in den nächsten 14 Tagen passieren. Ja, was haben wir noch vor? Im November wollen wir auch schon die Begrünung machen, so dass dann alle, die hier gebaut haben, wirklich sagen können, hier kann man sich wohlfühlen. Ja, wir blicken hier in die Eberhard-Freistraße, eine Straße, die es im Jahr 2016 nur auf dem Plan gab. Und nachdem wir dann im April 2016 mit dem Ausbau dieser Straße begonnen haben, zeichneten sich dann auch schon die Konturen des neuen Wohnbaugebietes ab. Hier hat sich eine völlige Veränderung dargestellt. Während bis zum Jahr 2016 die Straßen sich in Ost-West-Richtung spannten, wurde das gesamte Gebiet dahingehend umstrukturiert, dass wir jetzt einen Straßenverlauf haben, der grundsätzlich die Nord-Süd-Achse einhält. Wir haben im Jahr 2016 damit begonnen, erstmal sämtliche Medien komplett zu erneuern, beginnend bei Abwasser, Trinkwasser, den gesamten Bereich Elektro, Mittelspannung, Niederspannung, den gesamten Bereich Telekom mit dem Verlegen der Leerrohre für die Glasfaserkabel bis hin zur Fernwärme, was auch ein Novum für ein Eigenheimbaugebiet ist, und konnten die Maßnahmen im Jahr 2016 bis zum Legen der Baustraße im Juli, August abschließen. Seit diesem Zeitpunkt sind wir insgesamt auf 24 von 26 Grundstücken private Bautätigkeiten haben begonnen, sodass wir im späten Frühjahr diesen Jahres anfangen konnten, den Endausbau im ersten Bauabschnitt zu tätigen. Das Besondere war, dass hier ein Wohngebiet stand mit Plattenbauten und hier Fernwärmeleitungen unmittelbar über das Grundstück gingen, von unserem Kraftwerk an, aus in Richtung Krankenhäuser und so weiter. Und dass hier auch kein Gasnetz liegt. Nun war die Überlegung, wenn hier so viele Eigenheime entstehen, legt man ein komplett neues Gasnetz oder macht man was ganz Neues und erschließt das ganze Gebiet mit Fernwärme. Das war die Überlegung, das haben wir gemacht. Erfreulich ist, dass der Anschlussgrad bei 100% liegt. Die Fernwärme wird ja nicht hier am Ort erzeugt, sondern die wird weit außerhalb der Stadt erzeugt. Das heißt, bei jeder Heizung entstehen Emissionen. Und wenn ich eben selbst eine Gasheizung habe, hier am Ort, dann entstehen die Emissionen hier am Ort. Und durch die Fernwärme entstehen sie eben weit draußen vor der Stadt und halten die Stadt praktisch emissionsfrei. Fernwärme hat nicht nur emissionsmäßig Vorteile, sondern in dem Modell, was wir hier gemacht haben, hat es auch den Vorteil, dass alle Nutzer im Prinzip sich keine eigene Heizungsanlage einbauen müssen. Es ist eine relativ kleine Station. Die bauen wir auch ein, die Station gehört uns, die braucht der Nutzer also auch nicht anschaffen. Der weitere Vorteil ist, dass es in 24 Stunden rund um die Uhr Service das ganze Jahr gibt. Wenn mal eine Störung ist, dann kommen unsere Monteure. Also wir bauen jetzt gerade die Kustrenaer Straße bis vor zum Louis-Breil-Platz. Da wird die Fahrische Stiftung angeschlossen und alles, was dazugehört auf beiden Seiten der Straße. Und es haben sich schon mittlerweile sehr viele Interessenten auch entlang der Kustrenaer Straße gefunden, die sich auch in der Fernwärme anschließen lassen. Hinter mir befindet sich eins von zwei noch verfügbaren Grundstücken im BA
Und im Hintergrund, in dem Bereich, wo der Bagger steht, sehen wir den zweiten Bauabschnitt, wo wir jetzt mit den gesamten Grundleitungen fertig sind, wo die Baustraße drin liegt. Wir gehen davon aus, wenn die Vermarktung ähnlich gut läuft wie im ersten Bauabschnitt, dass wir 2020 im Herbst mit dem Endausbau vom zweiten Bauabschnitt auch fertig sind. Warum der Tag für uns heute auch etwas Besonderes und Spannendes ist, das hat ja seine Ursache auch darin, dass es eigentlich nicht zu unseren Kernaufgaben gehört, als kommunales Wohnungsunternehmen hier als Erschließungsträger zu fungieren und Baugrundstücke auf den Markt zu werfen. Das hat sich ergeben aus der Tatsache heraus, dass zum damaligen Zeitpunkt, wo ein Bedarf bestand an Baugrundstücken, sich kein Erschließungsträger gefunden hat und wir natürlich als kommunales Unternehmen immer dazu geneigt sind, auch im gesamtstädtischen Interesse zu agieren. Und es ist eine kleine Erfolgsgeschichte, der erste Bauabschnitt, und wir müssen resümieren, es hat Spaß gemacht, aber im Moment gibt es keine Tendenzen, dass wir das über den zweiten Bauabschnitt hinaus weiterziehen werden. Wer ein Interesse an so einem Baugrundstück hat, kann sich zum einen an Frau Thomas von der Salzlandsparkasse wenden oder an meine Person.